Hallo Marius mit wendingsisu-training.de. Heute die 143 von 365. Montag vorm Frankfurt-Marathon. Ich habe jetzt diverse E-Mails heute, letzten Tag auch bekommen, wie denn die Rennen gestaltet werden sollen. Möchte ein kurzes, konkretes Beispiel bringen für jemanden, der jetzt einen 5er Schnitt im Durchschnitt laufen möchte. Also sprich 3 Stunden 30. Empfehle ich folgende Pacing-Strategie: Kilometer 0 bis Kilometer 5 etwa 5,15 auf dem Kilometer, also 10, 15 Sekunden langsamer als geplantes Tempo. Und dann von Kilometer 5 bis Kilometer 35 etwa 4,58. Also nur ein ganz kleines bisschen schneller als das, was man als Durchgangszeit ausgewählt hat, sodass man die Zeit, die man auf den ersten 5 Kilometern vielleicht vermeintlich verloren hat, wieder einholen kann. Und ab Kilometer 35 gilt es eh, den körperlichen Verfall einzudämmen, beziehungsweise wer noch kann, hinten raus ein kleines bisschen schneller zu werden. Und das ist eigentlich eine Strategie, mit der meine Sportler die letzten Jahre sehr, sehr gut gefahren sind, weil man einfach die ersten 5 Kilometer doch ein bisschen braucht, um den Rhythmus aufzubauen. Man hat sehr lange in einem kalten Startblock gestanden, die Beine sind fest, man hat keinen Platz, sich aufzuwärmen, einzulaufen, und man hat doch eine Viertelstunde vorm Start einfach rumgestanden. Und wenn man dann die ersten paar Kilometer zu schnell losläuft, dann geht es meistens in die Hose. Also wirklich Kilometer 0 bis 5. Deutlich langsamer, 10, 15 Sekunden langsamer auf dem Kilometer und dann erst beschleunigen und da ein kleines bisschen schneller als Durchgangstempo und nicht mit aller Gewalt dann versuchen, statt 5 Minuten jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, 4,45 oder 4,40 zu laufen, weil man vielleicht die Zeit wieder mit aller Gewalt reinholen will, sondern ihr habt Zeit, ihr habt lange Zeit, und 2 Sekunden auf dem Kilometer klingt im ersten Moment wenig, ist es auch, aber 30 Kilometer mal 2 Sekunden sind auch eine Minute und ihr habt die Zeit wieder drin. Also, das dazu, morgen geht's weiter, ciao.